Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War, die imperiale Kampagne mit den Germanen. Und im letzten Teil haben uns die Gallier wieder den Krieg erklärt. Grund war, sie wollten gerne hier Lugdunum erobern und wir haben das gerade belagert und dann haben sie so eine Half-Stack-Armee oder fast eine Full-Stack-Armee darüber geschickt, um Hauptmann Hermann anzugreifen. Mit dem sind wir jetzt gerade auf dem Rückweg in heimische Gefilde und müssen wir mal gucken, dass wir das noch packen. Mit den Spaniern haben wir wieder Frieden. Die Gallier, ja, warten wir mal ab. Also irgendwie sollten sie auch mal was gegen die Römer unternehmen, habe ich den Eindruck. Aber die Römer kriegen auf die Mütze von denen? Nee, kriegen sie nicht, ne? Aber die Römer machen auch noch nicht so viel gegen die. Ich kann nicht weiter. Wir schauen mal, dass wir... Wir werden wahrscheinlich bald Krieg mit den Skythen haben. Frage wäre jetzt, ob sich ein Bündnis mit Dakien lohnt. Dakien wird aber wahrscheinlich... Nee, die sind verbündet mit den Skythen. Okay, komm. Wir ziehen mal weiter hier rüber. Ich hätte gern Bündnis mit Armenien. Armenien ist noch so ein typischer Gegner von den Skythen. Das Problem ist, Armenien ist auch ein typischer Gegner von den Parthern. Also gegebenenfalls müssen wir dann da... unser Bündnis aufkündigen. Und wir schauen jetzt mal einfach rein, wie es jetzt weitergeht in der nächsten Runde. Greifen uns die Skythen schon an? Sieht nicht so aus. Noch nicht jedenfalls. Da sind sie jetzt doch unterwegs. Okay, er will Domus Dulcis Domus auf jeden Fall haben. Suchen wir also gleich eine offene Feldschlacht. Jetzt greifen uns die Rebellen an. Das wird eine einfache Sache. Das ist jetzt aber eine Schlacht. Ja, wollt ihr die jetzt sehen? Ach, wisst ihr was? Komm, die wird so schnell gehen. Ich zeig's euch. Aber es wird mehr oder weniger eine Speed-Schlacht werden, denke ich. Weil, naja, das ist halt keine großartige Herausforderung, so eine Brücke zu verteidigen. Aber es ist für uns recht effektiv, weil wir halt Phalanx-Einheiten haben. Und genau diese Phalanx-Einheiten... Ich trinke schon mal meinen Schluck Siegeskaffee. Ja, genau diese Phalanx-Einheiten waren bisher dafür verantwortlich, dass wir hier so wahnsinnig gut durchgekommen sind. Und stellen wir die mal so hin und den da stellen wir ganz nach vorne. Die haben nämlich den höchsten Angriffswert und dann stellen wir einen so hin und den anderen, den stellen wir dann noch so hin. Und wir können dann schon mal rennen. So, na dann gucken wir mal. Na, ein paar Einheiten werden wir wohl verlieren, aber ihr seht, wie eindeutig das ist. Oh, Moment mal kurz. So, da sind wir wieder. Es kann weitergehen mit dem Massaker an der Brücke. Und so, ihr seht hier, das ist eine relativ einfache und eindeutige Sache. Aber ich finde das manchmal so schön, einfach dieses Gemetzel da vor der Phalanx mit anzusehen. Und machen wir die Schlacht fortsetzen. Jetzt versuchen wir natürlich noch so viel wie möglich aufzureiben. So. Und die Kavallerie hier nehmen wir auch noch mit. Und dann gehen wir Vollgas. Oh, oder vielleicht auch nicht, weil es ein bisschen zu laggy ist. Na komm. Oh, da sind ein paar da fallen ein paar in den Fluss. Seht ihr es? Heidenei, heidenei. Ja, Hauptsache der Gen fällt nicht rein. Da waren dann vielleicht doch ein paar viele Leute auf einmal, ha? Huh? Den Gen erwische ich nicht mehr. Eine lockere Formation. Okay. Die Kaff hat sich aber ganz gut Zeit gelassen hier. Na komm, komm, komm. Ja, das hat, glaube ich, noch ganz gut gelangt. Okay, das war's jetzt aber wirklich. Wir müssen. Schön. Ja, wenige Verluste und so weiter. Das war eine einfache Sache. Wir sind, glaube ich, immer noch in der neuen Runde. Erst jetzt kommen wir wieder dran, ganz genau.
Befehle? Ja, wo willst denn du hin? Ich glaube, der will nach Domus Dulcis Domus. Da bin ich mir relativ sicher. General! General! Stoßt vor! Dann fangen wir dort ab. Befehle? Stoßt vor! Schließe mich der Armee an! Ja. Fangen wir ihn dort ab. Haben wir hier einen Wachturm? Nee, dann bauen wir gerade einen. Baut einen Turm! General! Ja, der kommt sogar ran. Wow. Ja. Sollen wir den Hauptmann Menua angreifen? Warum haben die denn so eine riesen Armee, die Sküten? Achso, das sind unsere Gegner, ne? Das gehört zu unseren Siegbedingungen. Dann ist klar, dass das auf einmal, dass sie auf einmal so riesen Armeen haben. Würde mich jetzt nicht wirklich überraschen. Wir könnten gegen die ganzen skytischen Briten in Bogenschützen mit Kriegshunden arbeiten. Bauen wir den Hain der Freier. Den ganzen Wirtschaftsgebäude haben wir ja jetzt. So, dann haben wir den Baubericht abgehakt. Befehle? Marschieren! Kann man hier auf den Zipfel einbauen? Ja, ist ja cool. Dann bauen wir hier einen Wachturm hin. Baut einen Turm. Ist ja echt awesome. Was mit den nächsten da oben hin? Weiter geht es nicht. Der selbstbewusste Kommandant. Befehle? General! Er hat uns hier jetzt nicht angegriffen. Bewegung. Dann denke ich, gehen wir jetzt hier weiter rüber. Geht es nicht. Ja. Okay. Bewegung. Du ziehst dich mal wieder zurück und wirst mir hier gleich die Rebellen pellen. Angriff. Rundenbericht ist egal. Ja. Bewegung! Achso, der hier sollte ja auch noch die Rebellen da aufmischen. Befehle? Ja, hier sichern wir einfach auch die Brücke weiter. General! Das ist eine recht große Armee, also ich kann es mir aber leisten, dann nur eine Einheit barbarische Söldner zu verlieren. General! Der wird uns nächste Runde angreifen, denke ich. Das kann aber keine starke Armee sein, eigentlich. Ja, Meister. Zu Diensten. In Bewegung. Es geht nicht weiter. Es sind halt viele reguläre Bogenschützen. Herr. Ja, mein Herr. Ja, Meister. Es geht nicht weiter. Okay. Es geht nicht weiter. Du gehst weiter hier rum. Euer Ehre. Boah, ist das heute laggy, ey. Das ist unglaublich. Warum ist denn das manchmal so? Ja, egal. Da ist ein gallischer Diplomat. Waffenstillstand für... Ja. 2000 Denare. Macht ihr das? Na also. Sofort. Ich kann nicht weiter. So ein Sküte. Ja, dann warten wir, bis die Sküten uns den Krieg erklären. Es ist unwahrscheinlich, dass Darkin dann direkt mit einsteigt. Insofern... Befehle? Insofern sehe ich da die Vorteile eher auf unserer Seite. Häuptling, Befehle? Jo. Nächste Runde. Wir sollten mal einen Spion nach Moguntiacum schicken, zur Spionageabwehr. Die Sküten hauen wieder ab. Ich kann nicht weiter. Okay, wie sieht's mit den Thrakern jetzt aus? Zeig mir die nochmal. Die wollten ja vorhin die ganze Zeit ein Bündnis haben. Makedonien und Gallier. Die sind mit den Galliern verbündet? Du bist doch bescheuert. Die sind doch komplett bescheuert. General, marschieren! Vorwärts! Es geht nicht weiter! General! Herr?
Okay, du bist der schlechteste General von denen. Du baust mir hier oben den Wachturm hin. Vorwärts! Ja, du baust mir da oben den Wachturm hin, falls ich gerade zu leise gesprochen habe. Trag ihn geil. Also die sind doch echt komplett Banane. Egal. Haben wir eine Mauer. Stadtmauer im Mogontiacum. Versammlungshalle. Marktplatz. Und nix. Bauen wir mal eine Einheit Bauern. Ich werde dann die Speerträger, Söldner auflösen. Ja. Wobei, wir können... Vorwärts, General. Ich meine, wir können dennoch... Bewegung. Ist nicht dein Ernst. Die landen jetzt mit einer Einheit da oben. Ach du meine Fresse. General. Befehle? Auch den werden wir gleich. Befehle. Die werden wir gleich mal. Stoßt vor. Weg. Die werden wir gleich mal da wieder ins Meer zurückschmeißen, wo sie hergekommen sind. Ja, ja, den Hauptmann Presutagus, den Zuckerguss, den machen wir mal schnell weg. Oh, Kleinstadt wächst, Alesia. Cool. I like. 6000 Einwohner erreicht, sehr geil, okay. Ich glaube, auch mit den Germanen hat man keine Hygienegebäude. Das gibt es ja noch bei einigen anderen Fraktionen. Okay, ja. Dann machen wir es jetzt so. Ich mache jetzt hier den Hauptmann Walter platt und hier den Typen da unten, den Zuckerguss. Und dann sehen wir uns gleich wieder. General. Und es gibt dann hier jetzt eine kurze Unterbrechung. Okay, also es ist dann soweit alles aufgerieben, was aufzureiben war. Ich denke, wir sollten jetzt an der Stelle noch nicht zu früh gegen die Skythen pushen. Gegen die Skythen brauchen wir einfach unglaublich viele Fernkampfeinheiten und die fehlen uns momentan noch so ein bisschen. Wir müssen auf unsere Elite-Bogenschützenbande warten und wir brauchen auch ein gescheites Meat Shield, wie eben diese Speerträgerbanden, die man zur Not mal verheizen kann. Nur... Söldner ist definitiv nicht zielführend für uns. Vor allen Dingen auf dieser sehr hohen Schwierigkeitsstufe müssen wir beachten, dass die AI wahnsinnig viel Munition hat, also wesentlich mehr Munition als wir. Umso wichtiger eben, dass wir mit Elite-Bogenschützenbanden kommen, weil die nämlich eine sehr hohe Reichweite haben und effektiv gegen diese ganzen berittenen Bogenschützeneinheiten eingesetzt werden können. Hier drüben ist ja mit Hauptmann Burkhardt vorhin auch noch ein neuer Rebell entstanden. Ja, das ist halt so eines unserer Hauptwerke, was wir halt machen müssen. Also wir müssen uns intensiv hier um die Rebellen bemühen. Die Einheiten will ich hier fortbilden lassen. Mit denen weiß ich es noch nicht so genau. Wir haben hier oben vielleicht die Möglichkeit, warte mal gerade, das ist doch eine Idee. Zieh doch mal gerade die hier zusammen. So. Häuptling. Häuptling. Und zieh dich immer auch zusammen. Und dann gehst mal nach Lemonum. Löst mir die 98 Häuptling. Hier, die löst mir mal auf. Ich glaube, so viel brauche ich da jetzt nicht. Und dann schaue ich nochmal gerade, ob wir noch irgendwo was bauen können. Ich glaube aber nicht. Ja, eigentlich nicht, ne? Wir bauen ansonsten eigentlich überall, wo wir bauen können, bauen wir auch was. Ne? Ich bin ja kein Freund davon, immer so 10 Gebäude hintereinander in diese Build-Queue zu klatschen. Das ist einfach zu viel. Wir warten stattdessen noch ein bisschen ab. Ja, wir können es echt zu dem Zeitpunkt halt noch nicht mit den Skythen aufnehmen. Die sind am Anfang, also wir haben zwar gegen germanische Zivilisationen, wie jetzt beispielsweise hier in dem Falle des Spiels, Dakien, Gallien und Britannien haben wir mit unserer Phalanx den Mega-Vorteil. Das ist auch übrigens ein sehr großer Vorteil gegen die Römer. Aber gegen die Skythen sind wir hemmungslos unterlegen. Was wird das denn jetzt wieder? Ach, du bist doch ein Atzler. Gehen wir zurück. Weiter geht es nicht. Hier hoch. Da oben wird gleich ein Turm gebaut. Wir können nicht weiter. Die Söldner... Nehmen wir jetzt mit hier dazu als Meat Shield. Wir könnten sie auch auflösen, aber genug Geld haben wir momentan eigentlich. Waffenstillstand zwischen Griechen und Makedonen. Die sehen es also nicht mehr ein, sich hier gegenseitig wegzuprügeln.
Lalalalalal, was machen wir hier? Bauen wir mal eine Kavalleriestelle. Batavodurum baut mir. Ich muss mal gucken, welche. Damme und. Gontiacum und Treverorum. Haben wir nicht irgendwo eine Stadt mit mehr als 6000 Einwohnern? Das ist doch irgendwie ziemlich kacke. Ich weiß gerade noch nicht so genau. Bau mir doch mal hier. Ja, bau mir hier auch eine Stallung. Okay. Vicus Marcomanni baut den Tempel aus. Haben wir das schon mal erledigt. Welches ist meine größte Stadt? Ne, das sowieso mal nicht, ne? Alesia ist die größte Stadt. Okay, also hier können wir Elitebogenschützenballen bauen. Das müssen wir auch unbedingt machen. Das müssen wir unbedingt machen. Ja. Häuptling. Marschieren. Weiter geht es nicht. Herr? Ja. Herr? Befehle? General. Schickst du mir den einen hier noch nach Lemonum? Ja. General. Den anderen schickst du hier hoch. Verlasse die Armee. Ja. Gegen diese ranzigen Spanier. Stoßt vor. Muss ich mal hier rüber. Weiter geht es nicht. Also Grenzsicherung ist bei uns kein Problem. Ja. Wir sind da auch noch auf einer insgesamt sehr kosteneffizienten Schiene unterwegs. Neues Familienmitglied ist egal. Rundenbericht, gucken wir kurz rein. Obwohl wir mehr Geld für unser Militär ausgeben, aber wir schaffen es einfach nicht, genügend Gebäude zu produzieren. Das ist doch mal ganz angenehm. Okay, bevor wir jetzt den aufmischen, kümmern wir uns um den Burschen hier. Weiter geht es nicht. Das ist wahrscheinlich eher eine einfache Sache, aber okay. Ja, wir brauchen unbedingt Bogenschützen. Das wird sonst gegen die Skythen eine ganz unbequeme Sache. Wollen wir mal hier noch so einen Fritzen. Noch so eine Phalanx-Einheit. Wir brauchen halt auch Meat Shield. Das ist auch nochmal so eine Sache. Hat irgendeiner Krieg mit den Skythen? Nee, die haben nur Verbündete. Okay. Ja, nächste Runde. Also Darkin aufzureiben, halte ich auch für nicht zielführend. Wir haben echt ein Riesenterritorium, muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Okay, ja, die Skythen kommen auf jeden Fall. Befehle! Stoßt vor! Wir können genau, Fuststor. Häuptling. Jetzt mir noch eine Plänkel-Einheit. Wir werden wahrscheinlich einfach den kompletten Pfeilbeschuss der Skythen über uns ergehen lassen müssen. Mal noch den Baubericht. Fortbildung können wir uns an der Stelle schenken. Okay. Das ist ja echt ein Volldepp, ohne Witz. Also, da packt er uns da so eine Kackeinheit hin. General, stoßt vor! Befehle! Wir können nicht weiter! Befehle! Das ist wahrscheinlich nur ein Bauer oder sowas, ne? Okay, der ist entkommen. Das war der Gallier hier drüben, da sehen wir's. Okay. Ja, um den müssen wir uns halt auch kümmern. Ach, das ist dieses Rebellen aufreiben. Das ist das, was eigentlich so nervt. Also ich hoffe, dass sie das bei Rome 2 ein bisschen besser lösen. Es ist ja nicht so schlecht. Also man kann ja auch mal so ein paar Rebellen bestechen und bekommt die dann als eigene Einheiten dazu. Das ist ja natürlich ganz cool. Apropos, warte mal gerade. Hol mir doch mal hier noch einen Diplomaten, dann besteche ich mal gerade die Peltasten da oben. Wir haben eigentlich auch genug Geld. Wir könnten eigentlich sogar den Hauptmann Burkhardt bestechen. Die Frage ist nur, was wir mit den Einheiten wollen. Aber ist egal. Komm, wir holen uns hier mal noch einen Diplomaten. Hier haben wir einen Spion übrigens drin. Ach so. Zu Diensten. Suche nach Hinweisen. Ja, genau, da gibt es nochmal direkt einen Skillpunkt. Du kannst dich nochmal da nach Mogontiacum stellen. Dann haben die das auch ein bisschen schwieriger da oben. Das ist mein Diplomat hier unten bei Erwarte den eure Befehle. Okay. Ja, Meister.
Ja, Meister. Ich kann nicht weiter. Weiter geht es nicht. Häuptling, vorwärts! Ich will ein Bündnis mit den Armeniern haben. Herr, stoßt vor! Baut einen Turm! Stoßt vor! Wollen wir hier auch noch einen? Baut einen Turm! Marschieren! Es geht gut. General! Den da oben könnten wir ansonsten auch noch bestechen. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Ich mache jetzt mal gerade hier diese ätzenden Rebellen da weg. Okay, mir fehlt ein Bewegungspunkt, um die Rebellen anzugreifen. Kotz. Egal. Kann man nichts machen. Nächste Runde. Achso, ich habe vergessen, den Turm da oben zu bauen. Das müssen wir jetzt gleich noch machen. Stimmt, vielleicht können wir mal unsere... Ey, du Atzler. Das sind nur Fernkampfeinheiten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wollt ihr sehen? Wollt ihr sehen? Ihr wollt das sehen, gell? Und wenn wir uns zurückziehen, geht er nach Vikus Machkomani? Er geht in den Wald. Weiter. Okay. Es geht nicht, er greift uns nochmal an, okay. Aber im Wald könnte es klappen. Da müssen wir jetzt gegen die Skythen müssen wir jetzt Edge Camping machen, sonst haben wir keine Chance. Das wird sonst nicht anders gehen. Wir wollen das Ding ja gewinnen. Und Problem ist halt, wir haben keine Fernkämpfe. Wir haben ja überhaupt keine Fernkämpfe, wir haben ja keine Bogenschützen. Ah, schön, bei Schnee und... Ja, genau, wir stehen mitten im Wald und das ist alles Wald, was hier auf der Karte ist, ne? Ja, ich liebe die AI für sowas. Okay. Okay, wir machen das folgendermaßen. Wir machen kein Edge-Camping, weil das scheiße ist. Sondern wir campen hier hinten. Also wir campen halt nah am Ende, aber nicht ganz am Ende. Wie sieht denn das da drüben ansonsten mit dem Waldstück aus? Das ist echt so geil. Ich mache jede Wette, wenn ich jetzt mit den Skythen gegen die Germanen spielen würde, dann wäre ja alles voll mit Bäumen. Da würdest du sonst nichts mehr sehen. Naja, egal, komm hier. Scheiß der Hund drauf. Können die sich nicht im Wald verstecken? Okay, ja, wir müssen abwarten, ne? Also wir haben keine Chance gegen die ganzen Fernkampfeinheiten. Er muss seine Munition verschießen. Wahrscheinlich werden wir dadurch alle Einheiten verlieren. Aber unsere Einheiten haben ja Schilde und im Wald stehen wir eigentlich ganz gut. Auch wenn wir irgendwie keinen Waldbonus zu kriegen scheinen. Wir müssen halt nur gucken, dass wir ihm nicht permanent den Rücken zeigen, sonst würde er uns angreifen und dort beschießen. Hier seht ihr es auch. Also von vorne frontal in die Phalanx, dafür fallen echt ganz schön viele Leute um. Ja, die werden wir verlieren. Ah, das ist sein Gen gewesen, oder was? Du bist ja ein Atzler. Hey, 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 komm her, komm her, komm her. Wir machen wenigstens den Gen platt. Der feindliche Kriegsherr ist tot. Er kann nun mit seinen Ahnen trinken und seine Krieger bei der Flucht beobachten. Jetzt haut er ab, er ist ja nicht dein Ernst.
warum sollten unsere Krieger für so ein Waschweib kämpfen? Ich habe keine Ahnung, aber weil berittene Bogenschützen im Nahkampf eine Generalseinheit plätten. Allerdings hier AI for the win, ne? Ja, wir können da nichts machen gegen. Der Arge. Ja, ist keine Chance. Keine Chance. Richtig, richtig übel. Morgen kämpfen wir weiter. Ja, morgen kämpfen wir weiter. Aber ultra. Okay. Baut einen Turm. Marschieren, General. Ja, ihr könnt das dann auch übrigens sehen, wenn ich dann mal mit den... hat er es überlebt? Oh, es hat sogar eine Einheit noch von den Speerträgern überlebt. Das ist ja cool. Hol dir hier auch noch eine Einheit Speerträger. Ja, ihr könnt das dann sehen, wenn ich mit den Skythen spiele. Da wird genau das gleiche passieren gegen die Germanen. Nur, dass ich halt frontal gegen eine Phalanx niemals so viel Schaden machen würde. Aber da haben wir einfach keine Chance. Wir brauchen die... wo ist Alesia? Hier, wir brauchen Elite-Bogenschützen. Ja. Und ansonsten haben wir denen einfach nichts entgegenzusetzen. Jetzt macht diesen Spaß. Entschuldigung für diesen Ausdruck. Ich weiß, viele von euch nehmen da Anstoß dran, zu Recht. Es ist mir gerade so rausgerutscht. Bewegung! Häuptling, stoßt vor! Es geht nicht weiter. Zu Diensten. Erwarte eure Befehle. Ich rede mit ihnen. Okay. Die haben sich jetzt komplett aufgelöst. Habe ich jetzt keine Einheiten gekriegt. Keine Bauern und Nickels. Kann ich etwas tun? Ich rede mit ihnen. Es geht nicht weiter. General! Häuptling! Okay. Ich wollte doch noch irgendwo. Habe ich nicht hier irgendwo noch einen Diplomaten gebaut? Ja. Und hier war da irgendwo noch eine Rebellenarmee, oder? Ah, wo waren die jetzt? Jetzt habe ich das... Ich das schon nicht mehr auf dem Schirm. Oh, ich glaube, die Zeit ist schon abgelaufen, oder? Wir laufen mal hier hoch. Ich denke mal, hier oben werden irgendwann noch Rebellen rumrennen. Ich meine, hier oben war einer. Wir gucken mal hier nach. Es geht nicht weiter. Sieht so aus, als könnte da einer gewesen sein. Krieg, ja, klar. Natürlich, wir mit den Germanen jetzt, mit den Skythen. Bauen wir mal die Stadtmauer aus. Nee, nichts fortbilden hier. Boah, die Stadtmauer. Das sind ja so ganz billige Sachen eigentlich. Könnte sein, dass die Skythen auch hierhin wollen, deswegen bauen wir hier auch die Stadtmauer. Ah, das wird eklig. Das wird richtig eklig. Ja, und hier bauen wir das Teil, alles klar. Sollen wir ihnen hier drüben Vicus Venedae abnehmen? Ich weiß ja nicht, ob er uns hier angreifen wird. Das Problem bei so einer Armee ist halt, auch hier werden wahrscheinlich wahnsinnig viele... Beobachte und lausche. Nee, hier sind doch zwei komplette Einheiten berittener Bogenschützen. Die Axtkämpfer sind kein Problem für uns, die sind easy. Naja. Wir brauchen jetzt halt... Was wir gegen die Skythen brauchen, ist halt eine Armee aus... Elite-Bogenschützenbande oder Elite-Bogenschützen in Kombination mit ein bisschen Meat Shield, also in dem Falle idealerweise dann halt diese Phalanx-Einheiten. Das Problem mit Germanen ist aber immer, und das wird es auch immer für uns bleiben, wir kriegen keine gut gepanzerten Einheiten. Wir sind immer verwundbar für Fernangriffe. Das muss an der Stelle einfach auch gesagt sein. Okay. Ja, du gehst mal hier rüber. Und du gehst mal hier rüber. Befehle? Ja, du bleibst hier. Ach genau, den Spanier wollte ich mir kaufen damit, ne? Aber ich glaube, den hat er wieder abgeholt, alles klar. Ja, den da lassen wir mal noch drin. Gut, also Ereignisse einer Seite gucken wir uns noch kurz an. Ausländische Geisel und Übersetzer. Okay, Rundenbericht ist alles paletti. Rekrutierungsbericht ist auch alles in Ordnung.
Und ja, wir werden halt echt so gegen die Skythen losen, wenn wir jetzt nicht bald irgendwelche Fernkampfeinheiten bekommen, ne? Auch Kriegshunde werden nichts bringen, weil die nicht so eine große Reichweite haben. Also man muss ja erstmal an die Gegner ranlaufen, damit die Kriegshunde attackieren können. Das Problem ist, dass die Skythen eine höhere Reichweite haben. Komm, bauen wir mal hier noch so eine Phalanx-Einheit. Kriege ich hier noch seltener. Sogar eine ganze Menge. Für 3700. Ich überlege mir das mal noch, ob ich die rüste. Wir sehen das im nächsten Teil. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.